Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute koche ich eine winterliche Marmelade. Koche nicht viel. Nur so drei Gläschen habe ich jetzt rausbekommen und eine Schale morgen schon zum Frühstück. Und so sieht diese Marmelade aus. Es ist Mandarinen und Walnüsse dazu. Es ist noch lauwarm, noch nicht richtig fest. Deswegen denkt man, dass er noch ein bisschen so zu flüssig, aber bis morgen wird er schon dick. Köstlich. Und ganz ehrlich, meine Mandarinen waren doch etwas süßer, dass ich bei diesem Rezept könnte eventuell weniger Zucker nehmen, aber mein Mann hat probiert und hat gesagt, für ihn ist das perfekt. Er ist auch so ein Süßmäulchen. Was wollte ich noch kurz sagen? Ich koche heute mit meinem selbstgemachten Pikzi. Und wenn es so ein Gläschen schon auf ist und ihr sagt, nee, ich koche keine Marmelade in den nächsten 2-3 Wochen, dann würde ich euch raten, ein Esslöffel von diesem Pikzi jeden Tag früh auf den nüchternen Magen nehmen, dann tut ihr eurer Darm nur gefallen. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen bei Wikipedia nachgoogeln. Pektin, flüssige Pektin einzunehmen, sehr, sehr gesund. So, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, wie ich diese Marmelade gekocht habe, bei uns wurde es genannt Varenje, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Für diese Marmelade oder wie wir es sagen, Varenje, brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe jetzt schon Mandarinen geschält, das sind die 500 Gramm. Einfach die Schale abschälen und wie möglich dieses Weißes, was an den Frucht hält, auch ein bisschen abschälen. Die Schale kann man einfach trocknen, zu dem Tee geben oder zu Pulver machen, beim Backen machen. Kann man auch Zucker machen, habt ihr dann einen Gewürzzucker mit Mandarinenschale. Auf was muss man nur achten? Das ist, dass auch Bioprodukte sind. Und dann, wenn ich das aufmache, versuche auch hier alles so rauszuziehen, dass ich dann die saubere, so diese Viertelchen habe. Wie ihr wisst, dass diese Weiße, es ist dann ein bisschen bitter wird, deswegen nicht zu viel lassen. Wenn es ein bisschen dran bleibt, ist es nicht schlimm, weil wir brauchen auch Bitterstoffe. Aber wenn unsere Marmelade zu bitter schmeckt, dann ist das auch nicht so lecker ist. So, erstmal bereiten wir vor. Und wenn so Schale abgeht, schon von alleine, dann nehme ich die auch ab. So, das haben wir jetzt gemacht. Danach brauchen wir noch Zucker und Flüssigkeit. Es kann man nur Wasser nehmen, kann man Saft von den Mandarinen nehmen oder in meinem Fall nehme ich klare Apfelsaft. Dieses Marmelade natürlich kann man kochen mit Gelee-Zucker, ob 1:1, 2:1, 3:1, das ist euch überlassen, wie süß wollt ihr. Ich koche dann nur mit dem Zucker, aber ich gebe auch dazu mein selbstgemachtes Pektin. Diese Gläschen bei mir noch von 22 übrig geblieben, nach einem Jahr sozusagen. Und sagt man, dass die Pektin nach einem Jahr verliert seine Kraft. Ich werde es mal aber testen und im schlechtesten Fall kann ich ein bisschen einfach mehr dazu geben. Weil es ist eine winterliche Marmelade, dann nehme ich auch Zimt. Es kann man Pulver dazu geben, so ungefähr halber Teelöffel, oder nimmt man von der Stange. Dann kann man die dann rausnehmen nach dem Kochen. Für diese Mini nehme ich nur die Hälfte, weil die ganze wird zu intensiv. So eine Hälfte wird das schon reichen. Und dann als Säure und als Geleekraft geben wir noch den Saft von eine Hälfte von der Zitrone. So, jetzt gehen wir an den Herd und fangen wir zu kochen. Zuerst kochen wir einen Sirup. Dafür gebe ich in meine Schüssel
den Apfelsaft oder Wasser, wie gesagt, und 250 Gramm nehme ich Zucker. Von den Flüssigkeiten nehme ich 200 Milliliter. Aber liebe Freunde, alle Zutaten stehen wie immer unten in der Beschreibung. Und kochen wir jetzt erstmal ein Sirup. So, die Sirup kocht jetzt richtig spröde. Jetzt können wir dazu geben den Saft von der halben Zitrone, diese halbe Zimtstange und natürlich unsere Mandarinenhälftchen. Und köcheln wir das ungefähr so 10-15 Minuten, bis unsere Marmelade jetzt richtig schön sprudel kocht. Werden wir auch noch unsere Gläser vorbereiten. Und in meinem Fall, das sind die solche kleine Gläser. Das sind Glas von Steffi, komplett Glas und Deckel. Das ist das Gläschen von dem Meerrettich. Und die hebe ich auch auf, oder besser zu sagen, meine jüngste Tochter hebt auf. Aber mit der Zeit kann ich den Deckel nicht mehr nutzen, wenn mal was da Kratzer ist oder sowas. Aber ein paar Mal kann man noch benutzen, diese Originaldeckel. Dann habe ich es festgestellt, dass ich muss mein Gläschen nicht wegschmeißen, weil es ist so schwierig, diese große von dem Deckel zu bekommen. Aber Steffi, ihre Deckel von diesem Gläschen passen perfekt auf dieses Glas. Da freue ich mich, dass ich meine alte Gläser muss nicht wegschmeißen, sondern bestelle einfach bei Steffi in ihrem Shop nur den Deckel. Wenn ihr auch solche außergewöhnliche Deckel sucht, dann kann ich euch nur empfehlen, bei Steffi in ihrem Shop nachzuschauen und da wird ihr bestimmt fündig. Die hat unterschiedliche Größe von den Deckeln. Als kleine Info und vielleicht eine kleine Werbung für die Deckel. Aber jetzt möchte ich auch gerne mein Pektin testen. Und wo ich das Video veröffentliche für die Pektin, habe ich euch erzählt, dass kann man es testen, wie kräftig unsere Pektin ist. Dafür nehmen wir ein hochprozentiges Alkohol, so ein Esslöffel. In meinem Fall ist das prima Spirit, 69,9%. Und gebe da rein so ein Löffelchen von den Pektin. Und wenn er wird sie sich da so wie eine Grütze machen, dann ist er noch gut. Wenn wird nichts da getan, dann kann ich ihn nicht mehr nutzen. So, es tut sich schon was. Es wird immer dicker, wird flockig. Aber wohl, schaut, meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Der hat noch voll Kraft, sogar fast nach einem halben Jahr. Perfekt. Freue ich mich, dass ich meine Marmelade heute nicht unbedingt mit Gelee-Zucker machen kann, sondern mit meinem noch restlichen Pektin. Perfekt. Das ist ein kleiner Hinweis, wenn ihr auch eure Pektin zubereitet, dass ihr wisst, ob er noch gut ist oder nicht. So, nach 15 Minuten richtig schön Sprudel kochen, geben wir jetzt unsere Walnüsse dazu. Und Walnüsse könnt ihr oder ganz geben oder in Stücke machen. Wie ist das euch bequem? Wie ist das ihr gerne möchtet? Auf eures Brotchen haben oder als Dessert auf Eis. Und werden wir jetzt mit den Nüssen noch 10 Minuten köcheln. So, nach 10 Minuten köcheln können wir schon jetzt unsere Zimtstange rausnehmen und den Pektin dazu geben. Ich habe jetzt 80 Milliliter mehr abgewogen, aber ich weiß nicht, ob ich alles gebraucht werde. Ich werde erstmal nur die Hälfte geben, weil für ein Kilo Früchte braucht man ungefähr 80-90 Milliliter. Ich habe nur 500 Gramm von den Mandarinen gehabt, nur ich hatte noch 200 Milliliter Flüssigkeit. Es wäre wahrscheinlich 60 Milliliter reicht. Nehmen nur 60. Jetzt lassen wir es
richtig kurz sprudeln, aufkochen, wie bei ganz normalem Gelee-Zucker. Und mit Pektin darf man auch nicht zu lange kochen, sonst zerstört es sich. Und dann machen wir schon auch Gelee-Probe. Es merkt man, es wird schön angedickt. So, jetzt probieren wir. Ich habe den Tellerchen in den Gefrierschrank gestellt, dass er kalt wird, und geben wir jetzt unsere Marmelade dazu und lassen ihn fließen. So, machen einen Strich. Bitte schön. Der Strich wird nicht wieder zusammengeführt. Ich glaube, ich mache jetzt meinen Herd aus. 60 ml, jetzt wird das reichen, dass nicht so richtig fest wird, und kann schon in die Gläser auffüllen. Die Gläser habe ich alle schon vorbereitet, die sind schon heiß abgespült und kann jetzt meine Marmelade auffüllen. So, dass Nüsse und den Mandarinen kommen und das Flüssige kommt rein. So, noch eine Nuss. Randvoll auffüllen, dass nicht zu viel Luft in den Gläschen ist. Nach Rand von dem Glas prüfen, ob wir da gekleckert haben. Eigentlich, wenn man arbeitet mit dem Trichter, es funktioniert sehr gut. Und dann zudrehen. Fest zudrehen, und dann mache ich kurz auf den Deckel, dass die Deckel sich erhitzt und sozusagen, naja, die Bakterien oder wenn was da ist, wird gleich getötet. Und dann kann man wieder schon umdrehen. Das reicht wirklich nur mal eine Minute. Stelle dann Gläschen auf eine Unterlage, einfach auf ein Handtuch, und dann fülle erstmal meine Marmelade fertig ab. So, liebe Freunde, wir sind wieder mal fertig. Da sind die unsere Gläschen, die sind noch heiß. Und so sieht unsere Marmelade, die ist auch noch ziemlich warm. Und wenn sie wird kalt, da bin ich mir sicher, die wird noch dicker. Aber jetzt sieht man schon, wie toll sieht unsere Marmelade. Und sowas kann man wirklich auf so eine säuerliche Eis, zum Beispiel Zitroneneis, und sowas dazu geben, vielleicht ein bisschen Schlagsahne und so ein paar Löffel dazu. Ist auch lecker. Oder auf die Waffel. Oder einfach auf den Frühstücksbrötchen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Ein gutes Gelingen. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.